Ich gehe weiter meinen Weg über Berg und Tal, auf und ab und lern aufgrund all dieser Ereignisse, auch wenn es sich nur um Fehler handelt, und schreibe alles nieder mit deinem Federhalter. Spüre, wie mein Herz unaufhaltsam mit dem Beat-Takt schlägt und ich mit jedem Vers ein Teil von mir wiedergebe. Widerleg die Harmonie, synchronisiere mich auch mit deiner Phobie, stell ich mich und verliere nicht, denn ich fühle warmes Blut, was durch meine Adern fließt, als wäre es hartes Gruß, damit ich mich zu Grabe bringe. Doch das Böse wird nicht gewinnen, weil ich mich selbst entflamme. Das einzige Bewusstsein, was da war, bevor die Welt entstand. Ich leb auch in Anoxie, sie sind blind, Anopsie. Treten auf die eigenen Füße, leben in Entropie. Bewusstsein wurde abgestellt, leben als ein Kollektiv. Ihr Verhalten rezessiv, mein Verhalten objektiv. Diese Kraft allgegenwärtig, als wär ich ein Erzengel. Trauer, die wie ein Metronom in meinem Herz pendelt. Ich schau in die Herzen der Menschen, erkenn die Schmerzgrenzen. Ergänzend werde ich eine Botschaft versenden. Diese Kraft allgegenwärtig, als wär ich ein Erzengel. Trauer, die wie ein Metronom in meinem Herz pendelt. Ich schau in die Herzen der Menschen, erkenn die Schmerzgrenzen. Ergänzend werde ich eine Botschaft versenden. Ich fühl mich hier so frei, wie in der Gefängniszelle. Da die Stimmung so positiv ist, wie in der Begräbnisstätte. Denn die meiste Empathie ist eigentlich Blasphemie. Durch die ganze Lethargie, Schmerz ist wie Tetanie. Von klein auf lernen wir eskapistisch zu leben. Statt Sachen realistisch zu sehen, Mut zu geben, werden wir erzogen zur Dualität. Was ist Individualität im Kollektiv? Und leben inzwischen intensiv für die Kamera. Finden dadurch nicht den Weg aus Samsara. Suchen die Harmonie, erschaffen so Rhapsodie. Steigen wie ein Phönix aus der Asche für Ambrosia. Killen die Kreativität mit Trivialität und glorifizieren die Kriminalität. Statt eine Brücke zu bauen, bauen wir Sackgassen, weil wir glauben, wir könnten was verpassen. Diese Kraft allgegenwärtig, als wär ich ein Erzengel. Trauer, die wie ein Metronom in meinem Herz pendelt. Ich schau in die Herzen der Menschen, erkenn die Schmerzgrenzen. Ergänzend werde ich eine Botschaft versenden. Diese Kraft allgegenwärtig, als wär ich ein Erzengel. Trauer, die wie ein Metronom in meinem Herz pendelt. Ich schau in die Herzen der Menschen, erkenn die Schmerzgrenzen. Ergänzend werde ich eine Botschaft versenden. Sie irren durch Samsara, wissen nicht, dass es kein Ort ist. Der Wandel des Daseins, unser Geist im Orbit. Rückgang mit Fortschritt, Homo Futura. Ich lebe zwar hier, doch meine Seele in Kuba. Gut und Böse, Schwarz und Weiß, Yin und Yang im Einklang. Animus und Anima, das dritte Auge Eingang. Zwei Seiten der Medaille spiegeln Ambivalenz wieder. Kehr aus meiner Psyche, denn diese ist primär. Individualität entsteht durch die Verschmelzung der Seele und der Persona und als Ergänzung. Gibt es die Aura, die uns umhüllt wie Gewänder. Farbenfrohes Spektrum, neuer Absatz N. Es ist egal, ob man drei Augen hat oder blind ist. Nur die Wahrnehmung aus dem Herzen ist wirklich wichtig. Dringe in das Unterbewusstsein an wie eine Seance. Überwinde und besiege den inneren Dämon. Diese Kraft allgegenwärtig, als wär ich ein Erzengel. Trauer, die wie ein Metronom in meinem Herz pendelt. Ich schau in die Herzen der Menschen, erkenn die Schmerzgrenzen. Ergänzend werde ich eine Botschaft versenden. Diese Kraft allgegenwärtig, als wär ich ein Erzengel. Trauer, die wie ein Metronom in meinem Herz pendelt. Ich schau in die Herzen der Menschen, erkenn die Schmerzgrenzen. Ergänzend werde ich eine Botschaft versenden.